Tür wieder aufmachen. Du sperrst mich immer aus, Christa. Ah, leckeren Döner da. Guck mal, was auf dem Boden liegt. Ja, ich sehe schon. Leckeren Döner. Ich habe hier Energy getränkt von ESN, die geilen Crank. Und jetzt kann der Fresskick starten. Wir haben zwei sportliche Jungs heute als Gäste. Einmal den William und den Schwarzwald-John. No Fappen, no Porn, nothing. Ich freue mich richtig auf den. Habe ich schon gesagt, dass es die bei ESN gibt mit Rabattcode Charo? Gibt es da immer den maximalen Rabatt? Nee, aber ich habe es mir denken können. Jetzt weißt du es auch auf weitere tolle Supplements wie Protein, Kreatin, alles dabei, Friends. So, rechts. Ich habe Hunger. Und der Schwarzwald-John ist ja gerade auch bei William zu Besuch. Der begleitet den jetzt mit. Und ich weiß, dieser Junge liebt Döner. Der liebt saftigen Döner. Aber ich sehe immer den Döner, den der isst. Der ist kein Handmade-Döner. Meinst du, Döner löst bei Baklava ab als Gastgeschenk? Also ich würde mich über einen Döner eher freuen wie über Baklava. Ja? Ja, safe. Vor allem, wenn du dir das nochmal so extra getrennt hast hier. Tzatziki nochmal extra. Ich muss dir aber eins sagen, wenn ich ja gerade so angucke. Es gibt noch nicht die perfekte Verpackung hier für einen Döner hier in Deutschland. Das stimmt. Jetzt letztes habe ich gesehen bei Höhle der Löwen. Zwei Brüder, Tepsi. Ja, ja, die haben Dönerbrot gemacht, aber ich weiß nicht, ob die jetzt einen Deal bekommen haben oder nicht. Ein Dönerbrot oder eine Verpackung? Verpackung. Die haben Dönerverpackung kreiert, ja. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die einen Deal bekommen haben oder nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr einen Deal mit mir haben wollt, meldet euch, Jungs. Wir bringen euer Produkt an den Mann. Ich bin da euer Mann für euch. Boah, wir haben hier sogar Privatparkplatz. Mahlzeit, guten Morgen. Alles klar, Schlafe, wie geht's dir? Alles gut? Alles bestens. Alles klar, Zustand? Was geht, alles gut? Moin. Mein Brother vom Other Mother. Alles klar, wie geht's dir? Ja, gut. Gut siehst du aus. Wir haben Hunger. Ja, wir haben extra nichts gegessen, nur ein Espresso getrunken und das war's. Wir haben gefastet. Ey, sorry, ich hab kein Hallo gesagt. Wie geht's dir? Alles gut? Komm, wir gehen direkt rein, ne? Ich hab Bock. Ja, komm, ich wäre schon hier ein paar öfter. Hier heißt was? Ruhrgebiet. Hier wird Stahl geschmiedet. Ja, aber bei uns, wir sind die richtigen Arbeiter. Ja. Die Schwarzwäldern, wir sind anders. Ja, ja, ja. Ihr tut Holz hacken, glaube ich. Nein, ich denke, in dieser Umgebung hast du mehr Hartvier wie bei uns da. Wo? Hier? In NRW. Hier hast du richtige Malocher. Hier, Schalke. Steigerverein. Ja, aber bei uns ist anders. Hier wird die ganze Kohle geschöpft für ganz Deutschland. Esse. Ja, ja. Aber bei uns. In Deutschland auch. Esse, aber bei uns, wir arbeiten richtig. Ciao, Bello. Hi, alles gut. Alles Beste. Hallöchen. Alles klar, William. Hi. Hallo, Gino. Hi. Freut mich. Gino, wie geht's dir? Alles, alles gut. Schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Ich freue mich. Sucht euch den Schützenplatz aus. So, William, wir haben ja auch letztes Mal schon mal einen richtig knackigen, saftigen Döner gegessen. Ja. Und ich beobachte ja auch immer John sein Content. Solltet ihr auch machen. Yeah. Ja, und du isst auch gerne Döner, saftigen Döner? Ich denke, ich bin der beste Döner-Expert ganzer Deutschland. Wenn ich deine Dönerspieße gesehen habe, ne? Ja, deswegen habe ich dir hier ein wunderbares Gastgeschenk mitgebracht. Oh, jetzt, boah. Ohne viel reden. Bin ich das Artuklu? Das Artuklu? Nein. Wir sind gerade extra nochmal hingefallen. Nein. The first finest cut. Ey, lieben Dank. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ich könnte damit noch Freude. Kannst du den Lächeln bei mir sehen, ne? Bei mir Döner ist kein Spaß. Das ist kein Spaß. Yeah. Boah. Boah. Alter, das ist krass. Also, guck mal, die Fleischqualität, Alter. Das ist Milchkalt. Mhm. Also, das ist, hat gerade noch nicht mal nur Milch getrunken. Ist in meine Top 3. Ja? Ja. In deine Top 3? Ja. Was ist in deine Top 1? Nein, das ist in meine Top 3, das weiß ich, 100%. Oder solltest du uns mal Platz 1 vorstellen? Nein, bis jetzt habe ich noch nicht Platz 1 gefunden. Oh, dann sollten wir, glaube ich, wir beide mal direkt nach Artuklu hingehen. Weil, Stuttgart. Nein, hier vorne ist der. Der ist noch mal frisch vom Spieß. Da ist das Brot noch mal richtig schön knackig, knusprig. Guck mal, ich habe so Hunger auf den Döner. Ich schwöre, was für Kämpfe. Ich werde aber hier gleich zerfetzen. Das war aber jetzt auch dumm, ne? Dass wir nur einen Döner mitgebracht haben. Ich habe gerade auch ein Auto drüber nachgedacht. Ach Quatsch, nein. Egal. Ich freue mich auf Italiener heute. Tut mir leid, du bist mein Bruder, aber das kann ich nicht mit dir teilen. Sorry, das geht nichts. Ich weiß, ich habe viel von mir gemacht, aber das. Die Friends Support hier auf. Ich hatte gewusst, dass du gute Donnerqualität kennen würdest, aber weißt du, was ich meine? Ich bin sehr Donnerkritiker. Ist gut, ich kritisiert. Auch. Die Donner ist gut,
Ja. Aber ich finde, die Brot ist einfach Standardbrot. Nein. Standardbrot ist Brötchen. Nein, John, bitte, John. Der war jetzt eine Stunde verpackt. Ja, das, ja. Oh, er war jetzt bitte eine Stunde verpackt. Ja, nächstes Mal sind wir direkt am Laden. Ja. Da wird er nochmal frisch zubereitet und dann kannst du nochmal was Brot. Ja, aber die Fleisch, ist 100% Fleisch. 100% Qualität. Mhm. Ich mache meine Diät da drauf. Ja. Weil ich war so oft in Berlin. Ist Berlin Döner sind nur gehypt. Das ist. Wolltest du das John, sagen, ja? John, das ist ein Dönerkritiker, wie er im Buche steht. Berliner Döner Nummer 1. Sag ich auch, die Soßen machen das viel aus. Diese ganze Instagram, Social Media, wie ist das? Das ist Handarbeit. Das ist Leidenschaft. Ist gut, aber Berliner ist besser. Da schreiben die Leute uns jetzt erstmal in die Kommentare. Schon wieder. Ja, die Leute schreiben das in die Kommentare. Letztes Video haben viele Leute rasiert den. Und Leute supportet Berliner Döner. Gambas. Mit hausgemachtem rotes Pesto, mit einem Schuss Sahne, geschälten Gambas. Was ist Gambas? Garnelen. Ja. Mit Gambas, Blattspinat, bisschen Nüsse, rotes Pesto. Lass mich meine Laktose-Toleranz-Tablette erstmal. Da muss ich erstmal 4 Tabletten trinken. Nimm mal deine Laktose-Tablette. Meine Laktose, yes. Wenn ich das nichts trinke, dann muss ich in Zug, weißt du, was ich meine? Da muss ich da richtig, weißt du, was ich meine? Deswegen denke ich, okay. Ich habe letzte Woche meinen eigenen Döner gemacht. Da ja? Wo? Zu Hause? Ich habe diese Geräte gekauft. Nein, ja? Diese kleine Geräte mit Feuergrill. Echt jetzt? Aber bist du mit Kollegen nicht alleine, oder? Ja, alleine, aber ich? Von YouTube, ja. Ich stell mir gerade John vor, richtig schön alleine bei sich zu Hause mit seinem Dönergrillgerät und seinem Dönerspieß. John, passt das aktuell in deinen Ernährungsplan? Noch ja, aber ab Montag nicht mehr. Aber ab noch. Montag ist Diät? Ja, ab Montag ist Gibt es dann auch keinen Döner mehr? Doch, ja. Kurz sagen ja. Einmal ist kein Mal. Einmal die Woche ist drin. Ja, wir sagen einmal ist kein Mal. Sorry Leute, aber wenn es festgeht, dann richtig. Jungs, guten Appetit. Ja, aber. Ich habe gerade gehört, John ist ab Montag auf Diät. Der genießt heute noch mal richtig. Ja. Ja. Dann hier kannst du richtig reinhauen. Das Schöne ist hier, kannst du auch reinhauen. Ja. Weil der Teig, ne William, erzähl mal. Teig ist einfach, probier einfach selber, ist einfach so der luftig, Teig, der geht frisch. Nicht noch mal in deinen Magen auf. Ja. Der hat schon so Ruckzuck. 3 Tage oder wie lange zieht der? Ich glaube 48 Stunden, ne? 48 Stunden, ja. Napoli-Teig. Welche Pizza hast du geordert? Buffalina? Christian hat geordert. Sei leise, ich lass mich überraschen. Okay, okay. Ich will es doch nicht wissen. Zum Brunchen hier, wenn Sonne scheint, 11 Uhr, 30, 12 Uhr, du haust in diese Vorspeisenplatte rein und denkst, du bist wirklich in Italien. Ja, ich liebe das. Hast du eigentlich schon Italien-Block gemacht? Ja. Sizilien 3-4 Stück mit Kolja Goldstein haben wir komplett das hab ich gar nicht gesehen, das muss ich mir reinziehen. Das musst du dir anschauen, ehrlich. Die Palermo-Vlogs sind wild und mit Kolja. In welcher italienischen Region oder Stadt gab es für dich das beste Essen? Für mich, ich sag, süditalienische Küche ist die beste Küche der Welt. Mhm. Auch vor der libanesischen Küche. Mhm. Ich liebe das. John, geht's dir gut? Boah, das ist einfach anders. Ich glaube, John denkt gerade an die ganzen Döner, die er nicht essen wird in den nächsten Monaten. Aber das ist geil. Wie kommst du in diese Szene, so Leidenschaft mit Essen und Kochen und guter Essen? Und so? Also ich habe relativ früh angefangen, selber zu kochen, mich selber zu versorgen. Irgendwann mal entwickelst du so einen bestimmten Gaumen, Geschmack. Dann isst du auch nicht mehr überall draußen. Dann suchst du wirklich nur noch die geilen Spots aus. Ja. Durch Tristan sind wir auf den Laden gekommen. Und so habe ich auch meine Leidenschaft weiterentwickelt. Also ich gucke gerne, ich lasse mir immer gerne was Porsche, aber ich gehe und probiere aus. Und wenn mir auch nicht schmeckt, sage ich auch, schmeckt nicht. Ja. Es gibt auch einige Videos, die wir gedreht haben, die wir nicht veröffentlicht haben. Echt? Rwanda, ja. Wo es nicht gut war. Mhm. Problem ist auch, man will ja auch den Leuten das Geschäft nicht kaputt machen anhand eines Videos. Das geht ja heutzutage ganz schnell. Sag mal, Schauro geht da hin, er sagt, okay, schmeckt nicht, dann die verlieren alle ihre Kunden. Genau. Meine Donatella-Challenge, ich habe eine richtige große Ansage bekommen. Ja. Die Döner war einfach scheiße. Weil musst du einfach sehen, die Döner Fleisch, manche kaufen eher Fleisch bis 4 Euro, manche 12 Euro, manche 13 Euro. Kommt drauf an. Manche 2 Euro. Ja, manche 2 Euro. Ja. Und die 2 Euro, das ist nur Fett und Brot und ein bisschen Tapete. Ja, ne? Weißt du, jeder kann Donutladen aufmachen. Soße Standard, alle Standard, Zwiebel Standard, Salat Standard und kaufst du Fleisch für 2 Euro. Weißt du, Unterschied und so. Dann habe ich meine Meinung gesagt. Die Familie hat mir geschrieben und gesagt, mach das Video runter. Echt? Wir werden das anzeigen und so. Ja. Aber wir sind in Deutschland, Meinungsfreiheit. Ich darf meine Meinung auch sagen, wenn das schmeckt, sagt es schmeckt. Wenn das nicht, dann so. Mhm. Also ich habe wirklich schon einige Videos gedreht und nicht hochgeladen. Mhm. Aus dem Grund, es gab auch nichts zum Gutreden. Ja.
Also ich habe wirklich nichts gefunden, was ich gut rede. Und da habe ich mich dazu entschieden, bevor ich da an seinem Brot oder an seinem Kassensystem rumspiele, veröffentliche ich das Video nicht. Mancher sogar, ohne Witz, mancher Donnerpizza ist besser wie die italienischer Pizza-Restaurant. Wirklich. Ist mir in Wuppertal aufgefallen, wenn ich bei Lieferando reingehe. Ein neuer italienischer Pizzaladen ist da. Auch italienischer Name, beispielsweise, keine Ahnung, Francesco's Pizza. Ja, ich gehe immer ins Impressum rein. Das Wanget, gehört immer Wanget. Irgendein Kollegen aus einem anderen Land. Da hat sich ja der Nino drüber beschwert. Der Nino, wo wir jetzt letztens da waren, Video könnt ihr euch gerne im Anschluss anschauen. Er will auch nicht gerne seine Technik verraten, damit die Türken und Pakistaner den nicht nachmachen. Sagt er klar. Geheim. Hey Mann, da gucken die Türken an, sowas Scheiße und die Pakistaner und dann machen. Hast du schon mal Oliven gegessen? Nee. Du hast noch nie Oliven gegessen? Olive Oil, ja, aber ich nein, nein, Olive. Warum war der? Schmeckt nichts. Nimm mal da die Grille. Willst du sagen, schmeckt nicht, wenn du nicht mal probiert hast? Und wie schmeckt das? Oh, lecker. Ist nicht jedermanns Sache. Ich finde es sehr lecker. Bitter. Ich auch. Ist bitter. Ich liebe das. Nein, Oliven sind lecker. Mein vierjähriger Sohn isst Oliven. Es ist ein falscher Geschmack, aber. Nimmst du direkt Cola hinterher? Geil. Boah, ich bin kein Fan von Gemüse. Ne? Ich bin ein Löwe, ich esse nur Fleisch. Komm, komm, da ist noch Fleisch. Vitello Tonello oder wie das heißt? Yes. Vitello Tonato. Vitello Tonello. William, du kennst den Laden hier, ne? Ja. Kennst du den nur auswendig? Komm, ja. Ich zeig dir mal, John, wo unsere Pizza herkommt. Komm, wir gehen mal gucken. Da war ich noch nicht. Meinst du, ich kann auch mitkommen? Ja, komm mit. Ich würde mal gerne sehen, wie das da. Komm, wir stürmen die Küche. Wie die Jungs das da zubereiten. This is where all the magic happens. Du bist der Pizzabäcker hier. Ja, das ist sogar eure direkt. Das ist unsere? Jawohl. So, willst du mal anpacken? Boah, ich. Normalerweise bin ich Profi, aber heute nicht. Ey, zieht euch das mal bitte rein. Boah, der Geruch hier ist doch nicht geil. Ist geil, ja. Ich bin sonst immer nur am Tisch. Du willst doch nichts anpacken, oder nicht? Doch, auf jeden Fall. Ich kann hier arbeiten. 6 Pizza am Tag nach dem Arbeit. Oder kostenloser Pizza. Wir machen einen Vertrag. Kein Geld, nur Pizza. Nur Pizza, ein Jahr. Zahlt mit Essen? Ja, mit Essen. Oh, da kommt mein... Der Ernährungscoach bestellt sich die Ernährungscoach Trüffelpaste. Mein Favorite Parmesan lässt. Das ist Trüffel, dieses schwarze oben drauf. Trüffel. Das ist sehr intensiv, wie Knoblauch. Für mich sogar noch intensiver, oder? Ja, Trüffel, sehr intensiv. Sehr intensiv, ja. Du hast noch nie Trüffel gegessen? Nein. Dann ist heute auch der Tag, an dem du zum ersten Mal Trüffel isst, oder? Ich hab... John, was hast du für einen geilen Tag? Ich hab schon viel verpasst in meinem Leben, ne? Ein Funfact über die Trüffelpasta. Die steht gar nicht auf der Karte. Ja, das weiß man nur, wenn man Charos Video geguckt hat. Ganz genau. Als ich letztes Mal hier war, habe ich es voll vergessen. Ich so, habt ihr noch die Trüffelpasta? Ist ja klar. Geil, Favorite. Du hast doch mal einen Quest gekostet, John, oder? Welche hast du probiert erstmal? Wie mit Garnelen, Pesto? Gut, einfach Baba. Ich will gleich Johns Reaktion sehen auf Trüffelpasta. Der geht kaputt. Ich hab die schon ewig nicht mehr gegessen, die sind wirklich krank. John, du kommst jetzt nicht drum rum. Du musst einmal kosten. Lächer. Wie heißt das? Trübel. Trüffel. Das wird von Schweinen gesucht. Es ist? Ja, das ist unter der Erde, die Trüffel wachsen unter der Erde. Und die werden dann von Trüffelschweinen gesucht und ausgegraben. Krass. Extrem wertvoll. Yes, yes. Ja, wirklich. Boah, William, das ist andere Liga. William, das ist keine Kreisliga, Kollege. Das ist keine Kreisliga. John wird heute sein erstes Mal haben mit der Trüffel. Das ist irgendwie... Das macht echt spannend. Alter, das schmeckt sogar besser wie die hier. Aber... Ist was du willst, aber ich bestelle nach. Alter, das ist geil, Mann. Das ist krank, ne? Ich wollte auch schon wieder meine Thunfischpasta wegstellen, obwohl die auch so extrem lecker würzig ist. Das ist krank, ne? Damals bin ich mit Hunger gekommen vom Afrika. Damals konnte ich viel essen, aber jetzt nicht mehr. Jetzt bist du gut im Futter. Ja, jetzt bin ich gut im Futter. Jetzt kann ich nicht mehr. Aber John, erzähl mal den Leuten, wo du erst mal im Aldi warst, als du gekommen bist, wie viel Einkaufswegen du vorgemacht hast. Hat der mir gestern erzählt? Ja, ich war neuer hier. Neuer frisch gekommen vom Afrika und so. Mein erster Tag in Aldi, Bruder. Ich habe 3 Wagen voll gemacht und so. Ja. Weil das war einfach so, weißt du, wenn du
ein Kind in Kinderland bringen oder in einer Gummibärchen-Laden. Weißt du, ich meine? Da denkt man, man ist im Paradies und oh, so. Alter. Das war krass. Alle Produkte so richtig schön angeguckt, Zeit gelassen. Das war einfach unglaublich. Ja. So einen Supermarkt habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Erst einmal. Gibt es sowas nicht da in Gambia? Ja, wir haben einen Supermarkt, aber Bruder, kannst du das nicht so die Auswahl, ne? Die jede Sache muss ich probieren. Habe ich Milk Rosso getrunken. Und ja, Apfelsaft. Hast du da im Laden auch? Nein, bin ich raus, war. Ein Liter Milch und so. Alter. Ich denke, ich war krass, war. Alter. Und was vermisst du hier in Deutschland an Essen aus Gambia? An Gambia? In Gambia, guck mal, in Gambia, was ich vermisse, ist einfach so. Ich finde das, ja, ist gut, aber ich finde das nicht so viel Essen und so. Das finde ich nicht cool. Man setzt nichts zu essen dann. Weißt du, was ich meine? Da man isst, wenn man Hunger hat. Hier, man isst, man Bock hat zum Essen und so, weißt du, was ich meine? Wieder auf Langeweile, Gesellschaft. Ja, die Gesellschaft, und das ist nicht gut. Man hat keinen Respekt vor dem Essen, da wir essen mit Respekt und so. Wenn du vor Essen sitzt, darf man nicht reden, muss man alle, weißt du, diese kulturelle, weißt du, was ich meine? Wir essen fast 10, 15 Jungs in einem Teller. Das fehlt mir. Also Kultur so. Ja, weil wir sind sagen, deine Geschwister nicht hier? Nee, ich bin ganz alleine hier. Ja, und was sagen, wer zusammen isst, bleibt zusammen. Ich helfe dir beim Kochen. Ja. Wir kochen mit 15 Mann, wir laden 15 Jungs ein und wir setzen uns am Tisch und wir essen nach deiner Art und Weise. Das wäre geil. Ehrlich? Ja. Ja, laden wir die alle ein. Ja, wirklich. Boah. Alle Mann, richtig schön geil. Bloß ein Teller und essen wir alle in einen Teller. Alle in einen Teller. Was sagst du? Eine Erfahrung. Das wäre doch dabei. Ja. Ich bin dabei. Ja. Das wird mich sehr. An Weihnachten, wenn ihr wollt. Ja, das haben wir, auf jeden Fall. Leute, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr gerne sowas sehen wollt. Ich gebe mir jetzt mal ein Stück von der Pizza, weil die lächelt mich hier schon die ganze Zeit so. Hast du die schon probiert? Ich habe alle probiert. Das ist eine Standard Bufalina mit einem Basilikumblättchen ein bisschen drauf. Mehr braucht man nicht. Ah. Ne? Mehr braucht man nicht. Oh, ja, sie freut. Oh. Oh. Guck dir das mal. Teig. Das ist heftig. Das ganze Laden ist heftig. Unglaublich. Das ist wirklich ein Stück Italien im Ruhrgebiet, so wie du gesagt hast. Ja, ja, ja. Hast du schon mal in eine Wolke reingebissen? Was ist Wolke reingebissen? Cloud. Ja, ja. Cloud, hast du schon mal in eine Wolke reingebissen? Ich verstehe das nicht. Kannst du in Englisch erklären? Oder? Did you ever bite in a cloud? No. No. Today, it's impossible to do that. Today, it's the time you bite in a cloud. Yeah, okay. Yeah. Pizza cloud. The first, you must try the pizza, please. Yeah. And the second and the last one is the cloud. Ich glaube, du kannst wieder auf Deutsch switchen. Ich war gerade so gut drin, Mann. Ich war gerade so, ich wollte ein bisschen flexen, Mann. Ich habe gehört, die Portionen sind aber zu klein, ne? Nee. Eine Sache fehlt. Was denn? Diese Wolke. Die Panna Cotta. Wenn du denkst, besser geht nicht, dann kommt das. Ehrlich, das rundet alles. Also bei den Italienern sagt man immer so, du musst zum Schluss, wenn alles gut war, immer was Süßes am Mund haben. Okay. So, die Fantasie ist freien Lauf gelassen, was man sich vorstellt. Aber bei uns ist auf jeden Fall diese Panna Cotta, was er sagt. Weil das ist wirklich eine Creme, die zerläuft. Das bettet dich gleich so ein. Okay. Ich schlafe mich im Auto so gleich ein. Ja. Jetzt kommen wir zu dem wichtigen Punkt. Wann bist du ready? Ja. Yeah. Für die beste Pizza. Aber Handy kostet 1000 Euro. So eine gute Pizza habe ich noch nie gegessen in meinem Leben. Ja. Jetzt, warum habe ich nichts mit der Pizza angefangen? Jetzt Magen voll. Ja. Geh mal jetzt nach hinten, ruf mal Gino, der ist oben. Von unten ganz laut. Gino! Ey, wo hast du die Schuhe noch bekommen? Ich such die überall. Die Schuhe? Ja. Ganz ehrlich, meine Frau bestellt die Klamotten. Also ganz ehrlich, da muss ich meine Frau fragen. Ich bestelle meine Klamotten nie selber. Nee? Also meistens bestellt sie die. Ich mache immer nur die Auswahl, ob schön ist oder mir gefällt oder nicht gefällt. Wir gehen durch die Katakomben. Durch die Katakomben. Oh, jetzt habe ich mich verlaufen. Ich dachte eins, wir teilen uns das so. Mit Handy dürft ihr euch später spielen. Das muss man filmen vor Erinnerung. Guck mal bitte.
Oh, ich schon diese? Gebrockelt. Diese? Das ist keine Gelatine drin. Ja. 100% keine Gelatine drin. Das ist. Steht trotzdem. Eine Blaubeere noch dazu. Na, lass mal die Blaubeere weg. Lass drauf. Lass die weg. Sachwa. Sachwa, bitte. Sachwa. Darf ich dies? Ja, klar. Sachwa, bitte. Das ist wirklich. Oh, der Nachgeschmack. Der kommt echt intensiv am Ende nochmal. Sag mal bitte. Habe ich, so hab ich so viel geredet? Sei mal bitte ehrlich. Zum Glück hast du nicht eine bestellt, sondern für jeden eine. Ich hab gut gedacht. Ja. Wirklich, ohne Witz. Das ist krass. Aha. Also das, da sind Zutaten drin, die kommen wirklich aus Italien. Die kriege ich hier nicht. Die bringen wir aus Italien mit. Und deswegen ist das ein bisschen kompliziert, ne? Aber ich hoffe, das lohnt sich. Ne? Guck mal, das geht schon durch den Löffel hier durch. Das bringst du runter. Allein der Laden ist eine Reise in Italien. Hast du gemerkt? Die Vorspeise, da geht die Sonne auf. Ja, dann kommt die Pizza, die Pasta zum Sonnenuntergang. Und das ist süß. Süßigkeiten geht schon immer, ne? Da ist immer Platz. Den mal Platz sogar. Aber das ist krass. Das ist andere Liga. Das ist mehr als die andere alle ist Kreisliga. Ja, meistens sagen die immer, ich bin wie eine schöne Frau. Man will Nein sagen, aber am Ende kann man nicht Nein sagen. Aber danach sagt man Danke und dann wieder, boah, wegen dir habe ich jetzt meine Idee. Gute Metapher, Gino. Sehr gute Metapher. Du hast einen guten Laden ausgesucht, William. Danke dir. Kein Problem. Danke. Hat dir gefallen, Schau, William? Danke dir. Wirklich, war toll. Umso öfter dann hier in dir leben. Das war ein Abschluss von meiner, bevor wir meine Date anfangen, beste in meinem Leben. Guter Abschluss, ja. Das ist ein guter Abschluss, um jetzt eine Date zu beginnen. 100%. Krass, Alter. Kannst du das Bett aufklappen? Komm zu mir. John schläft schon hinten. Komm zu mir. Ich habe auch eine breite Couch. Habe ich auch noch. Ich kann nicht mehr. Guck mal, wie glücklich der ist. Guck mal, wie happy der ist. Right, wirklich. Das hat mir gut getan, wirklich. Tat gut, ne? Ja, hier zu kommen, einfach so. Geil, auch. Den Saro zu treffen, die liebe Saro. Ey, danke nochmal, wirklich. Ja, schön, dass du da warst. Sehr schön, dass du da warst. Das ist sehr positiv. Jetzt kann ich gut schlafen und im Zug. Das freut mich. Dann komme ich heim. Zwei Stunden wieder aufstehen. Erster Döner, nochmal eine Stunde, die Pizza. Gute Leben. So, bis zum nächsten Mal. Leben, muss ich ehrlich sagen.